Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren, heute begrüße ich Sie herzlich vom Alten Friedhof. Ja, wir haben am Alten Friedhof ein tolles Projekt am Laufen. Das ist nämlich nicht nur die grüne Oase im Herzen der Stadt, der Alte Friedhof, mit einem tollen alten Baumbestand und schönen Pflanzen, sondern ein Teil davon ist ja auch tatsächlich noch Friedhof mit alten historischen Grabmälern. Und das sind regelrechte Kunstwerke. Und die Steinmetzer von damals, vor 200 Jahren oder 150 Jahren, das waren echte Künstler und da sind auch berühmte Künstler dabei gewesen. Der Zahn der Zeit hat genagt an diesen Denkmälern und sie sind sanierungsbedürftig geworden. Und deshalb sind wir seit letztem April dabei, diese Kunstwerke zu sanieren und zu retten. Und wer macht das? Das macht ein Mitarbeiter der Stadt, der Daniel Becker. Das ist unser Steinmetz- und Bildhauermeister und er ist der Künstler unserer Zeit in den Fußstapfen der damaligen Künstler und den möchte ich Ihnen gerne mal vorstellen. Herr Becker. Ja, hallo, auch von mir. Daniel Becker, Steinmetzmeister, Bildhauermeister und seit letztem Jahr April auf dem Alten Friedhof beschäftigt. Ich restauriere die ganzen Gräber, lege sie teilweise wieder frei, neue Fundamente. Verfestigen, alles Mögliche ist dabei und die Arbeit, die Aufhalle, was jetzt Steine angeht, tue ich ausführe. Wenn irgendwelche Sträucher im Weg sind, spreche ich mich mit den Kollegen vom WSP ab und die erledigen das dann für mich. Und Ja, vielen Dank. Und eine Vision hat er auch noch, hat er mir vorhin gesagt, Herr Becker. Ja, die langfristige Vision ich habe dann beim Denkmalamt großspürig angekündigt, dass ich nicht vorher aufhöre, bevor der Alte Friedhof Weltkulturerbe ist. aktuell bleiben wir da noch ca. 25 Jahre. Dann muss ich in Rente, aber ich kann das ja dann an meinen Lehrling weitergeben, und wenn ich es nicht ganz packe soll. Genau. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich hoffe, das hat Sie interessiert. Und wir melden uns dann bald wieder bei Ihnen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao.